Gewitter im Kopf reimen, um ein bisschen Normalität wieder einkehren zu lassen. Das können wir nämlich auch, ohne dabei Menschenleben zu gefährden. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier. Perfekt, das klappt ja wieder super hier an der Stelle. Ganz geil, also da kann man auf jeden Fall sich nur drüber freuen. Digga, ich hab doch Firefox hier installiert, was soll denn die Scheiße? Schmutz-Windows. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Wir werden heute mal Jenga spielen in der XXL-Version. Dankeschön. Etwas ganz Besonderes. Und zwar haben wir uns dafür ein riesiges Jenga-Spiel bestellt, was so um die 1,70 Meter rein soll. Das ist echt hoch, ne? Wenn man das aufbaut. Ja, wir sind sehr gespannt, ob das mit Gisela klappt, ob wie lange dieser Turm überhaupt stehen wird. Wir werden es auf jeden Fall mal ausprobieren. Wir haben uns hier... Nicht die Wand. Film dem Turm, du blöde Schlampe. Wir haben uns da diesen Turm geholt und hier ein bisschen Rasen direkt in die... Wir haben im Wohnzimmer Rasen gepflanzt. Genau, wir haben uns Rasen hier reingeholt. Weil Film nochmal den Rasen, du Schlampe. Ja. Ah ja, also haben sie jetzt eine weibliche Kamerafrau. Interessant. Tim, Berichte? Weil wir ja nicht nach draußen dürfen. Okay, Leute, ich bin sehr gespannt, ob das klappt. Wir fangen direkt an, würde ich sagen, und wünschen euch wie immer sehr viel Spaß. Weil ich will dich damit verprügeln. Wenn du siehst, wie groß die Steine sind, könntest du das echt damit machen. Ich habe es gerade gesehen, deswegen ja. Viel Spaß für dem Video. Also die Steine sind auf jeden Fall etwas größer als normale Steine, muss man sagen. Bro, das sind einfach Bausteine, mit denen man ein Haus baut. Was spielt ihr da, Digga? Von wem habt ihr diese Holzsteine genommen? Von welchem Haus? Welcher arme Mann hat jetzt eine Wohnzimmerwand weniger wegen euch? Wie groß sind Steine? Wie viele? Mann, das wird so riesig. Ich bin mal sehr gespannt, wie das dann... Du bist hässlich, Tim. Mach es richtig, du Arschloch. Tut mir leid. Ich gebe mir Mühe, okay? Ich gebe mir Mühe. Wir haben jetzt erst die Hälfte der Steine, ne? Bro, da liegt ein Handy, also mach das bitte nicht. Mein Handy gehauen. Ist ja schon von hinten kaputt. Ich will nicht, dass das auch noch. Hallo Max, du warst das. Krankrafter, Grüße gehen raus. Mie, bezwichtigen, aber dann warst du es, Max. Mhm. Einmal kaputt geworden. Boah, das ist schon voll wackelig. Das war ein Video auch schon aus meinem Video. Das Video claim ich jetzt. Ey. Finger weg. Ich will auch mitbauen. Nein. Okay, der Turm ist fertig aufgebaut. Mal, wenn das wirklich Tims Haus ist, Alter. Das sieht aus, als wäre Tim Rich AF, Alter. Das ist auf jeden Fall schon eine Täfelung hier. Tim, wie gut geht's dir eigentlich? Und hi. Er scheint auf jeden Fall gut zu halten. Wer von uns beiden soll anfangen? Damit kommen wir mal schnick, schnack, schnuck. Ich fange an. Perfekt, wir haben eine Entscheidung. Okay, okay. Oha, du nimmst direkt da unten einen raus. So geht das. Das ist echt nicht so einfach mit den großen Dingern. Ach ja, stimmt. Das Ding ist, er wird doch safe einmal dagegen treten, oder? Das ist ja sicher, oder, dass das passiert? Wir sind ja voll doof, wir müssen die da oben drauf. Ach so, okay. Damit... Eigentlich haben wir das Spiel verstanden. Sei bloß vorsichtig. Arschloch. Nein, nein. Das ist voll unfair. Gisela, nein! Also die Person, bei der der Turm als erstes umgekehrt, hat auf jeden Fall verloren. Tim? Genie. Absolut Genie. Tim, du bist es. Du bist ein toller Mann. Echt? Das hätte ich aber nicht gedacht. Das hier ist das World Trade Center. Tu das bitte nicht. Krass, Gisela macht's nicht direkt auf Full-End-Rage, sondern fuckt ihn erstmal ein bisschen ab. Später, früher oder später wird es eh umdrehen. Oh, oh, oh. Nein, nein, pass auf. Oh, 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 oh. Pass auf. Oh. Oh. Ist aber auch Tamasi, wirklich. Oh. Kannst du mal aufhören? Oh. Ja. Ich bin der Sound von Revis Mischpult. Ich bin der Sound von Revis Mischpult. Meinst du etwa den hier? Oh, oh, oh. Ja, yeah, den meint er. Oh. Ha, ich hab ihn gefickt. Ich hab dich gefickt. Okay, erzähl uns mehr, Bro. Hast du nicht. Den kriegst du nicht. Was? Als ob. Oh mein Gott. Thema auf jeden Fall Statik, Physik, nicht so deins. Ich führe Test mit meinem Schall. Ey, der hat schon ja die Aufnahme beendet. Mit meinem Schall. Jungs, was könnt ihr? Du wurdest mit dem Turm alleine gelassen. Mörchen. Wo ist der Hund? Mörchen. Ja. Ja.
Ja, mach den Turm kaputt. Mach den Turm kaputt, tu es für das Team. Tu es für das Team, Alter. Gisela X Dogs in dein Team. Ah, ja. 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 Mach den Turm kaputt. Mach den Turm kaputt. Tschüss. Michi. Ja. Henry. Henry. Alter, wie er Henry bewusst dahin triggert, Mann. So assi, Digga. Ja. 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 Ja, hör doch mal auf. Junge, ist das böse. Was ist das für ein Wohnzimmer? Tim, halten deine Eltern da hinten irgendwelche Messen ab, Alter? Oder Massenversammlungen? Bro, es ist Corona. Was ist da hinten? Was passiert da hinten in diesem Raum? Ist das ein Opferaltar, Digga? Kannst du uns vielleicht mal kurz aufklären, Tim, was da passiert? Da ist so wie so eine Bühne aufgebaut. Junge. Henry! Hm. Ja. Ja. Hallo. Stimmt dagegen. Jan? Ja. Jenga geht schief. Oh, alles. Pipi machen. Ja, kann man verletzt sein. Ja. Hat dein Herrchen dich eingesperrt? Bei mir darfst du jede Scheiße machen. Ja, zerstör das schnell. Schnell. Ja, jetzt ist das Ende des Turms besiegelt. Jetzt ja, ist es vorbei. Ja, was machst du denn? Vorbei. Ja. Hä? Ja. Nein! Nein! Gib die Möhre! Gib die Möhre her! Möhrchen! Alter, wie Gisela es selber aber nicht möchte. Das ist so asozial genial. Möhrchen! Ja. Hier. Ja! Ich glaube, wir tun den Hund lieber raus. Nein! Warum? Auf das Tier zu quälen und es auszuschließen. Wieso auszuschließen? Jetzt mit. Hör auf, das Tier zu quälen und es auszuschließen. Ich glaube nicht, dass das Tier mit Jenga spielen möchte. Da bin ich mir sicher. Dann so. Ich habe Angst, dass der nachher unseren Turm umwirft. Dann lass es einfach geschehen. Das wird auf jeden Fall immer wackeliger, die ganze Sache. Ja. Ey, seitdem du das rausgezogen hast, ist das so wackelig. Warum machst du das? Alles klar. Kann der jetzt theoretisch einfach den wieder rausziehen, oder nicht? Big Brain. Ja, genau den würde ich ausziehen, weil genau das stabilste Teil oben ist. Hängt davon ab, wie schlau du bist. Also schon. Henry, pass! Lass den bösen Onkel in Ruhe. Der ist komisch. Wer hat dich gerade gefüttert und wer hat dich eingesperrt? Überleg mal gut nach, Hund. Ich hab ihn nicht eingesperrt. Du hast den in der Küche eingesperrt. Hab ich überhaupt nicht. Doch. Du hast keine Beweise dafür, dass das jemals passiert ist. Sei bloß vorsichtig! Sei bloß vorsichtig! Da ist so viel Gewicht drauf, den kriegt man nicht weg! Tim, absolut, absolut intelligent. Als ob du mit deinem fetten Arsch darauf sitzt. Boah! Okay, das war schon kritisch gerade. Jetzt wird's immer enger. Oh, das wackelt aber schon. Ja. Ja, ja, das ist klar, dass das irgendwann wackelt. Also. Warum? Weil du den da rausgezogen hast. Das war Absicht. Ja, ich weiß. Habe ich sogar noch einmal dagegen gedonnert. Ja, spring dagegen. Mach es wie damals im September. Vergleiche schwierig. Boah, es ist kritisch, es ist so am Wackeln. Ja, töte es, Henry. Töte es. Okay, ich hab's geschafft. Alter, du bist immer so risikoreich unterwegs. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Wie soll ich da denn jetzt noch was rausziehen? Ich will nicht, dass du schaffst. Ich weiß. Boah, guckt euch das an. Das steht auf einem Klotz. Das ist ja was ganz Verrücktes. Das hat es ja noch nie in Jenga gegeben. Ich bin Tim und hab noch nie Jenga gespielt. Wow. Ein Klotz? Ich bin krank. Boah, wie soll man da noch was rausziehen, ohne dass das umkippt? Ich versuch's. Guck ich, wie ich soll. Boah! Bro, das ist noch nicht mal ansatzweise krass. Hast du schon mal Jenga gespielt, Tim? Yeah! Boah, wie du immer einen von der Seite nimmst. Die von der Seite sind so kritisch. Krass, wie ruhig Jan dabei ist, aber ist, ne? Ich kann Yoga! Das ist Karate, glaube ich. Jenga! Ich glaube, der Henry möchte raus. Ich will den Hund verspeisen. Boah, langsam gehen dann aber echt die Optionen aus, ne?
Es bilden sich neue Optionen, wie zum Beispiel dich zu heulen. Da bin ich raus. Ich hab gerade so Angst. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Digga, das hält doch, das hält doch. Weil der so schwer rauszukriegen. Doch. Oh. Oder etwa nicht, dummer Tim? Hm? Du Idiot. Nein. Och, Manu. Ja. Ja. Okay. Ich würde sagen, das war's auch schon wieder mit dem Video. War mal sehr interessant zu sehen, auf jeden Fall, wie Gisela funktioniert hat. Beziehungsweise eigentlich hast du ihn nicht umgeworfen. Nee, das ist halt die Instabilität gewesen. Ja, aber ich find's richtig krass, dass Gisela nicht abhängig ist. Fick dich! Und den Turm irgendwie das um. Oh, 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 oh. Sollte auch dein Köter machen. Der ist aber nicht hier. Ja, weil du ihn eingesperrt hast. Ich hab ihn nicht eingesperrt. Du sperrst deinen Hund ein und holst dir dann herum, weil er heult. Ja, das war's. Das war's. Ich fand's auf jeden Fall so bemerkenswert zu sehen, dass Gisela nicht einfach den Turm umgeschmissen hat. Ja. So, dass du dich trotzdem noch so gut konzentrieren konntest, dass das nicht geklappt hat. Hätte ich auch nicht gedacht. Musst du da stark gegen ankämpfen? Nee, tatsächlich nicht. Hast du dich nicht getriggert? Nee. Geil. Krass. Na gut, würde auch das komplette Spiel kaputt machen, ne? Gut, also halten wir fest, ganz Tourette hat damit nichts zu tun, wir sind einfach beide nicht in der Lage, das Spiel gut zu spielen. Du, primär du, Tim. Primär du. Naja, irgendwann fällt das Ding halt um, ne? Das stimmt, vor allem, wenn man die Steine alle schief draufsetzt. Naja, wir hoffen auf jeden Fall, Leute, euch hat das Video gefallen, ich fand es ziemlich interessant. Und dass wir uns dann von unseren nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin, macht's gut, sehr schön, Leute. Schreibt uns gerne eure Meinung hier zu. Super Video, ich bin sehr froh darüber, dass ich das gemacht habe. Ich habe gelacht, gekichert, hahaha. Sehr gut. Super Video, wirklich. Nee, ich fand spitze. War spitzenmäßig, ehrlich. Kann ich nicht anders sagen. Super Laden, hey. Das ist super gewesen. Ehrlich, ich finde, ihr habt gut gemacht. Ist so super stabil.